Moin Moin Leute, Tumlo hier und willkommen zurück zu Europa Universalis. Und Japan ist im Krieg mit Ming. Und ich würde sagen, es sieht gerade sehr, sehr gut für uns aus, denn wir sind am Gewinnen. Oder besser gesagt, eigentlich ist es ein ziemlicher Status quo, aber Ming erreicht das Kriegsziel nicht, denn sie wollen immerhin Kelang erobern. Und aktuell können wir sogar was fordern aus dem Krieg und wir warten eigentlich einfach nur noch ab, um ein bisschen mehr Geld rausziehen zu können. Ich habe gerade nochmal geguckt, wie der aktuelle Stand ist. Das heißt, wir werden uns einfach weiter entspannen erstmal. Und ich plane nebenbei so zwei verschiedene Kriege. Und das mit Korea lassen wir nochmal außen vor. Die werden wir, glaube ich, nicht in die Unabhängigkeit schicken. Aber ich möchte demnächst die Malediven erobern. Und die Gelegenheit nutzen, dass wir hier eine relativ schwache Nation an unserer Grenze haben, die wir einfach erobern können. Und ich werde außerdem demnächst weitere Ansprüche auf Sunda fingieren, damit wir auch da weitermachen können. Ja, so viel dazu. Die aktuelle Situation ist eigentlich ganz angenehm. Wir können uns einfach gemütlich zurücklehnen, uns ein bisschen entspannen und auch Geld investieren eigentlich. Wir machen nämlich gerade ein ordentliches Plus. Und ich glaube, ich benutze die Gelegenheit, um mal ein paar mehr Handelsschiffe zu bauen. 14 Stück haben wir aktuell. Machen wir doch nochmal 10 weitere. Und wir bauen sie extra hier oben, damit sie sich vernünftig sammeln können und nicht unbedingt direkt von der feindlichen Flotte zerlegt werden. Ah, es ist so schön entspannt gerade. Es hat sehr gut funktioniert. Und Wachstum der Druckerindustrie. Uns erreichen Gerüchte über weit entfernte Länder, in denen das geschriebene Wort in riesiger und niemals zuvor gesehener Anzahl massenproduziert wird. Laut diesen Informanten wurde ihre erlernte und politische Welt hierdurch vollkommen umgekrempelt. Gut, es wird ewig dauern, bis sie bei uns ankommt, denn was brauchen wir dafür? In der Provinz muss die, ja, entweder Druckerpresse in der Nähe, Diplothek 15 in der Hauptstadt oder protestantisch reformiert. Also das kriegen wir nicht wirklich voran, leider. Diplothek 15 dauert nämlich auch noch eine ganze Weile. Aber zumindest den Kolonialismus können wir uns demnächst holen, hoffentlich. Darauf werde ich definitiv einen Fokus setzen. Deswegen wollen wir auch unter anderem nach Amerika, damit wir da ein bisschen einen Fortschritt reinbekommen. Aber aktuell konzentrieren wir uns auf Ideen und andere Dinge, denke ich, vor allem. Wie steht's denn hier? Ja, viel höher wird der Warscore nicht mehr ticken. Ein bisschen warte ich trotzdem noch ab. Also noch maximal knappe 5%. Heiden in hohen Ämtern. Der Klerus hat schon lange der Verwendung von Heiden in hohen Positionen widersprochen. Als Norimoto Oda zum Meisterpräger gemacht wurde, haben sie lautstark protestiert und ihre Einwände sind auch im Laufe der Zeit nicht weniger geworden. Einige führende religiöse Gelehrte, sowohl im In- als auch Ausland, verurteilen nun das Kaiserreich für ihre eklatante Bevorzugung von nicht-östlichen Beamten. Gut. Das nervt jetzt ein paar Leute, die mich sowieso nicht leiden können, von daher. Oh, eine Revolte. Kümmern wir uns doch gleich mal drum. Ich glaube, ich werde den Diplomaten aus Brunei gleich heimholen. Nein, wir erweitern die Kriegssteuer nicht, denn wir wollen gleich Frieden schließen. So, du kommst heim. Wir kriegen da jetzt richtig schön viel Geld raus gleich. Ein Schrein besuchen. Es ist lange her, seit wir die großen Schreine in einer unserer Provinzen besucht haben. Der Schrein ist sehr entlegen am Gipfel eines Berges. Normalerweise gehen wir mindestens einmal im Jahr dorthin. Aber jetzt ist es schon länger her. Die Mönche erwarten uns. Sollen wir die Reise antreten? Ich zahle Gold für Prestige an der Stelle, glaube ich. So, Ming, was sagt ihr? Ich meine, ich könnte theoretisch auch gucken, ob wir noch mehr Land irgendwo nehmen können. Wir könnten zum Beispiel hier oben das übernehmen. Aber ob das so interessant ist? Ich glaube, ich nehme einfach weiter Geld. Das bringt uns am meisten. 1620 Dukaten. Das ist schön, das ist richtig schön. Ja, machen wir das. Zwei Provinzen und jede Menge Geld. Und wir haben die Ming geschlagen. Das alleine reicht mir schon. Das gibt mir eine perfide Befriedigung. Und wir werden noch deutlich mehr Truppen brauchen, bevor wir gegen sie die Offensive gehen können. Aber auch das wird definitiv passieren, früher oder später. Ich glaube, jetzt bauen wir erstmal weiter aus. Wir haben ja gerade richtig schön Geld bekommen.
Und ich glaube auch, die Flotte wird noch weiter ausgebaut. Wie viele Schiffe haben wir momentan? 10 große Schiffe, 14 leichte Schiffe, 20 Galeeren und 26 Transportschiffe. Ich überlege gerade, ob ich mir noch mehr große Schiffe leisten kann im Moment. Senkt auf jeden Fall einmal die Inflation. Ne, ich glaube, die großen Schiffe lasse ich tatsächlich lieber weg für den Moment. Da baue ich lieber noch mehr Handelsschiffe. Einfach nochmal 10 dazu, dann sind wir auch kurz vorm Limit und die werden immer noch alle Geld einspielen. Von daher alles bestens, würde ich sagen. Ihr teilt euch auf. Wir bleiben beim üblichen. Einmal Malakka und einmal die Molukken. Ihr könnt in der Zwischenzeit irgendwo anlanden. Die Frage ist nur, wo. Ich glaube, wir sollten die Armee hier von Taiwan wegholen. Oh, wir haben den Mandat des Himmels übernehmen, Kriegsgrund gegen Ming. Das würde bedeuten, wir haben jetzt natürlich eine Waffenruhe und können gerade keinen Krieg erklären. Ich gehe trotzdem mal testweise drauf, denn damit können wir eine Menge Provinzen übernehmen für weniger AE. Was schon mal sehr interessant ist. Und ich glaube, damit können wir außerdem das Chinesische Reich übernehmen auf lange Sicht. Und das ist immerhin unser Ziel. Wir wollen, oder eines unserer Ziele, wir wollen die dominante Macht in Asien werden. Müssen wir also im Hinterkopf behalten. Ich würde sagen, die hier schicke ich jetzt einfach mal nach hier unten nach Hawaii für den Krieg gegen die Malediven. Und dann schauen wir weiter. Soziale Spannungen. Die Iko-Iki in unserem Reich sind immer stärker, zahlreicher und vor allem kühner geworden. Unsere Beamten berichten, dass manchmal ein Iki-Steuereintreiber bereits die Steuern erhoben hat, bevor sie eintreffen, und dass sich Händler nicht mehr sicher fühlen, wenn sie an diesen Gemeinden vorbeiziehen. Die Iko-Iki sind jetzt bereits so stark, dass viele damit begonnen haben, ihre besonderen Privilegien in Frage zu stellen. Wir gehen gegen sie vor, denn es kann nicht sein, dass hier, dass die sich uns entgegenstellen und hier ihr Recht, oder quasi unser Recht untergraben. Das geht nicht. Dementsprechend auf, kümmern wir uns drum. Sind ja nur Bauern. Aber ob ich den Satz noch bereuen werde. Korea hat einen Bürgerkrieg, okay. Und wir überrennen sie einfach, sehr schön. Hätte ich auch nicht anders erwartet, ehrlich gesagt. Damit wäre das Problem wohl gelöst. Okay. Die Finanzen sehen gerade nicht so rosig aus. Das liegt aber auch daran, dass die Armee gerade wieder nachrüsten muss. Nichtsdestotrotz würde ich auch mal weitere Gebäude bauen. Die Frage ist nur, welche. Was macht hier besonders viel Sinn? Ach, wir bauen mal. Ein paar Manufakturen können wir noch bauen, glaube ich. Und ich krieg meinen Anspruch auf die Malediven. Sehr schön, dann können wir direkt weitermachen. Den Krieg gegen Boyazien ignorieren wir ja. Der ist nicht wirklich spannend. Es ist sowieso. Naja, Yeren wird vernichtet werden, aber. I don't care. Dann passiert das halt. So, und hier unten auf Sunda können wir auch weiter Ansprüche fingieren. 31. Die Provinz ist echt viel wert. Und sie fördern den Kolonialismus. Vielleicht kriegen sie das sogar noch hin, dass sie den gefördert kriegen, bevor wir dazu kommen. Das wäre natürlich super. Aber ihr kriegt jetzt auf jeden Fall erstmal einen General. Du kommst heim. Und wir erklären direkt Krieg. Andhra ist auch mit dabei. Die stehen irgendwo da unten. Die sind irgendwo in Indien. Relativ klein. Könnten wir potenziell auch vasalisieren? Die bringen viele Kernprovinzen mit. Ist also auch interessant. Halten wir im Hinterkopf. Also, ich würde in dem Krieg jetzt gerne Malediven erobern und andere vasalisieren. Und für den Moment lassen wir die dann einfach hier stehen. Unser Navigator ist gestorben. Okay, holen wir uns direkt einen neuen.
Handelseffizienz, das klingt gut. Wir machen viel Geld durch Handel. Schicken wir mal die Handelsflotten hier mit los. Die geht nach Malakka. Die geht mit in die Molukken. Verstärken wir erstmal die aktuellen Schiffe. Oh, verdammt. Gut, mein Herrscher ist gestorben. Wir hatten keinen Erben. Wir haben jetzt eine Legitimität von 20 und einen 1-1-1 Herrscher. Ah, und ausgerechnet jetzt kommt kein Thronanwärter. Verdammt nochmal, das ist nicht gut. Ich hätte gerne so etwas wie einen fähigen Anführer, das wäre nicht schlecht. Naiver Enthusiast dann auch noch. Ach, komm schon. Irgendwelche positiven Effekte wären ganz nett eigentlich. Wir sollten uns auf jeden Fall darauf einstellen, dass wir gleich einen Krieg gegen die Bachmanes führen werden. Relativ schnell. Und unsere Position in Indien stärken. Das heißt, ich sollte wahrscheinlich mehr Truppen hierher holen. Machen wir das doch einfach mal. Ihr fahrt hier rüber, ihr holt die Armee. Und wir bereiten uns einfach auf ein paar Konflikte vor. In Vijayanagar kann ich auch schon mal Ansprüche fingieren. Und der Rest entspannt erstmal. Jansusche Nationalisten. Ich merke schon. Jetzt wollen sie mir gerade wieder richtig auf die Nerven gehen hier. Wisst ihr was, wir schicken die mal noch mit nach Malakka. Und die Malediven sind in unserer Hand. Sehr schön. Dann kriegt ihr jetzt erstmal den General. Fahrt Richtung Andhra. Irgendjemand wird mich schon gleich durchlassen, denke ich. Und dann kann die Flotte sich um die Verstärkung für oben kümmern. Und Ming hat ebenfalls die Renaissance jetzt. Jetzt werden sie ein bisschen aufholen. Aber es wird denen nicht viel bringen. Da kommen wir, glaube ich, gut mit klar. Wir sollten aber definitiv unsere Legitimität verbessern, weil sonst haben wir bald ein Problem mit ganz vielen Rebellen, glaube ich. Kriegsmüdigkeit senken und Legitimität stärken. Auch wenn ich den Herrscher sowieso loswerden will. Das bringt nicht viel, leider. Okay, wir können hier anlanden. Sehr schön. Dann fahrt ihr mal kurz hoch in die Malediven. Holt Verstärkung. Dann setzen wir die Armee nämlich mit dahin über. Und sobald die angekommen sind, können wir uns nämlich um den Rest kümmern. Wobei wir auch die Rebellen hier im Auge behalten sollten. Die uns potenziell nochmal Ärger machen werden. Bengalen haben Karten mit Ming geteilt. Okay. Why not? Ihr fahrt jetzt hier hoch. Sammelt euch da. Exportlizenzen gewähren. Wenn die Krone den Adligen kein Geld geben konnte, gewährte sie ihnen stattdessen Privilegien für besondere Einnahmen, die ihnen großen Profit einbrachten. Wir könnten die Beziehung bei Kutai verbessern. Damit würden wir Legitimität verlieren. Das können wir uns gerade nicht wirklich leisten. Brauchen nämlich mehr Legitimität. Auch wenn das bedeutet, dass der Bushi ein bisschen illoyaler wird. Damit kommen wir schon klar. Na kommt schon, macht die Belagerung, bringt die zu Ende. Oh, unsere Kolonie in Bourbon ist fertig. Sehr schön. Jetzt haben wir wieder neue Reichweite hier nach Südafrika. Ich möchte auf jeden Fall hier eine südafrikanische Kolonie haben, alleine damit wir eine Basis haben, um Swahili direkt anzugreifen, damit wir da schon mal Truppen stationieren können, die wir nicht erst mit der Flotte ranbringen können. Auf der anderen Seite will ich eigentlich jetzt wirklich langsam Richtung Amerika. Wir brauchen auf jeden Fall wieder eine Decke. Da werde ich gleich mal von der großen Flotte ein paar Schiffe abspalten. Mach doch mal einen Zwischenhalt hier. Die Belagerung ist gewonnen. Sehr schön. Andhra wird zum Vasallen. Wird auch nicht allzu problematisch mit anderen Nationen. Sehr schön.
Kernprovinzen behaltet ihr schön. Aber wobei, ich weiß nicht, ob die 40.000 reichen. Ich glaube, die Bahmanes werden echt viele Truppen haben. Die Bahmanes alleine haben 50.000 und sie haben Verbündete dabei. Sie haben, wer war es? Jaunpur und Ceylon. Gut, Ceylon ist vernachlässigbar mit 8.000. Jaunpur hat auch nochmal 18.000. Gut, also wenn wir uns mit drei Armeen hier reinstellen, also den vollen 60.000, dann könnten wir es schaffen. Ansonsten wird's eng. Was wir aber machen könnten, wäre Vijay angreifen. Das wäre natürlich eine Option. Ich merke, du hast gerade Probleme, du kommst nicht voran, du kommst erstmal heim. Lotte ist hier. 1, 2, 3. Ihr geht entdecken. Und zwar Nordostpazifik. Ich will jetzt Amerika haben. Und wir annektieren in der Zwischenzeit die Malediven. Mal eben von der Karte gewischt. Sind jetzt auch nicht weiter der Rede wert. Die Farbe verändert sich nicht mal großartig. Wenigstens wird es jetzt wieder übersichtlicher hier. Chanda und Vijayanagar. Wie stark seid ihr zusammen? Chanda hat 6.000. Vijay wird auch nicht viel mehr haben. Ich habe 8.000 gerade. Können wir also ziemlich locker angreifen. Und sie sind hinduistisch. Das heißt, die Auswirkungen halten sich auch eher an Grenzen. Frage ist, ob ich das Land an Andhra geben möchte. Oder ob ich es selbst erobern will. Ich glaube nämlich eher, wir erobern es besser selbst. Ich meine, vielleicht schaffen wir es auch immer noch irgendwie, sie später zu vasalisieren. Müssen auch noch im Hinterkopf behalten. Venat hier sollten wir einfach erobern, wenn es soweit ist. Aber ich denke, ich werde jetzt gleich einfach einen Krieg erklären gegen Vijayanagar. Wo sind eigentlich ihre Verbündeten? Da, okay. Sollte kein allzu großes Problem werden. Marschiert hier rein. Hier machen wir den Herrscher zum General. Der soll nämlich so schnell wie möglich bitte wegsterben. Das ist die unnützeste Person, die ich seit langem auf einem Thron hatte in diesem Spiel. Und ich sehe schon, ihr lasst uns noch nicht durch. Na wunderbar. Egal, konzentrieren wir uns erstmal auf die kleine Truppe hier unten. Ihr kümmert euch mal um die Rebellen. Sie haben übrigens sehr recht, wenn die Rebellen es schaffen, sich unabhängig zu machen. Oder in dem Fall erstmal sich Jiren anzuschließen. So oder so gibt uns das eine Möglichkeit, sie potenziell zu erobern. Und ich bin immer noch hier bereit für einen weißen Frieden. Holt euch ruhig Jiren. Ich habe kein Interesse an dem Krieg. Oder daran, irgendwelche Ressourcen rein zu investieren, sie zu schützen. Wir sind komplett wertlos für mich. Äthiopien plant einen Angriffskrieg. Okay, viel Spaß. Interessiert mich nicht weiter. Äthiopien ist weit entfernt. Ich werde jetzt erstmal weiter meine Ressourcen darin investieren, dass wir hier die Ideen voranbringen. Wie gesagt, die Techs interessieren mich gerade herzlich wenig. Mit Ausnahme vielleicht von militärisch. Und da sind wir sowieso schon aktuell. Dementsprechend fokussieren wir uns auf andere Dinge. Und ich sehe gerade, die Großmachtdiplomatie kriegen später Auswirkungen aggressiver Expansion minus 15%. Und das Koloniewachstum. Wir kriegen ja noch zwei richtig mächtige Sachen. Genauso die Kampfstärke der Infanterie. Okay, die Ideen pushen wir jetzt so schnell wie möglich durch. Denn die Sachen sind wichtig. Die sind verdammt viel wert potenziell. Brunei hasst uns immer noch sehr.
Gut, wir schicken euch mal einen Diplomaten hin. Ein weiterer marschiert nach Venat. Dann schauen wir mal, wie genau wir hier vorgehen. Kinetic haben wir, die Festung ist in unserer Hand. Vernichten wir schnell die Armee. Und sichern wir uns die ganzen Provinzen. So und so. Vijayanagar ist komplett in unserer Hand. Wir haben gerade die Ansprüche auf Brunei verloren, aber gut, das ist nicht weiter tragisch. Die brauchen wir ohnehin nicht. Das sind ja unsere Vasallen. Dafür gibt es neue Rebellen hier in Korea. Ja, die holen wir uns gleich. Und ich brauche wieder einen freien Diplomaten, fällt mir gerade auf. Der in Vijayanagar macht natürlich gerade herzlich wenig Sinn. So, ihr kommt hierher. Die brauchen für den Moment einen General. Die sollen schnell die Armee schlagen und dann kümmern wir uns um andere Dinge. Ich krieg meine neuen Kernprovinzen. Wunderbar. Oh. Da kümmere ich mich gleich drum. Erstmal haben wir eine Belagerung gewonnen. Das heißt, wir wollen jetzt gen Norden marschieren. Und wir können wieder durch. Das heißt, ihr marschiert direkt nach Chanda durch. Ihr bleibt hier stehen, wo ihr seid. Aber jetzt haben wir erstmal die Reichtümer Chinas. Der Kaiser Chinas ist schwach und hat wenig Unterstützung. Von Süden bis Norden stellen gewöhnliche Chinesen seine Herrschaft in Frage. Und auch die normalerweise loyalen konfuzianischen Bürokraten debattieren darüber, ob Chang Sun der Erste tatsächlich das Mandat des Himmels verloren hat. Abtrünnige Minebeamte, die angeblich Li Chou repräsentieren, haben Yoshizumi den Ersten kontaktiert und flehen uns an, sie von der Mingen-Unterdrückung zu befreien und damit die Herrschaft der Su-Dynastie zu beenden. Yes. Ich werde es noch nicht sofort machen, aber die geschenkten Ansprüche nehme ich gerne. Ob das Event irgendwie mit einem Bürgerkrieg zusammenhängt, ich weiß es nicht. Es wäre aber großartig, wenn da jetzt gleich ein Bürgerkrieg startet und Ming zerfällt. Das Haus Takeda. Oh, wir haben einen fähigen Erben. 453. Gut, wir werden so schnell wie möglich sterben. Als unser Herrscher. Dabei bleibt's. So, das haben wir auch wieder. Keine aktiven Rebellen im Land, aber ein paar, die kurz davor sind, einen Aufstand zu starten. Dementsprechend nehmen wir die doch einfach mal mit. Und mir fällt gerade auf, ich habe vergessen, meinen Kolonisten loszuschicken. Das ist schlecht. Gut, ihr fahrt erstmal hier hin. Und ich wollte ja bekanntermaßen weiter Richtung Amerika so ein Stück weit. Ich glaube, ich nehme jetzt einfach Hawaii mit als Basis. Oder wir nehmen die unten Inseln, die wir noch nicht entdeckt haben. Nee, ich glaube, ich nehme tatsächlich erstmal hier. Nehmen wir Südafrika oder nehmen wir irgendwas, was hier, wo wir eine Grenzprovinz haben, wo wir direkt einen Bonus bekommen aufs Ausbauen. Ich glaube nämlich, das macht fast mehr Sinn. Der hier Kendari ist, hat einen Wert von 11 zum Beispiel. Ja, wir nehmen Kendari. Auch wenn es tropisch ist und dadurch ein bisschen länger dauert, ist es auch schon relativ entwickelt und das ist durchaus ein Vorteil. In die Rebellen kümmern wir uns schon irgendwie. Das Ende der religiösen Selbstherrschaft. Wir haben es endlich geschafft, die Ikuiki und die Städte unter ihrem Kommando einzuschränken. Die Bauernschaft wurde entwaffnet und unsere Abgesonderten sind jetzt die einzigen, die Befugnisse haben, Zölle zu verlangen. Und ich glaube, es sollte Abgesandten heißen. Steuern zu fordern und eine Verteidigung gegenüber Außenseitern aufzunehmen. Wir kriegen mehr Isolationismus und wir haben unsere Autorität behauptet. Unruhen werden gesenkt und wir kriegen und die Autonomie ebenfalls für die nächsten 50 Jahre. Wisst ihr was, da investieren wir hier nochmal einen Punkt und werden damit schon einige los. Ich meine, die Ming werden den Aufstand starten, so viel steht fest. Und das sollen sie meinetwegen auch tun, dann schlagen wir sie schnell nieder. Aber mit dem Rest kommen wir eigentlich ganz gut klar. Bringt es etwas, Chanda zu vasalisieren? Nicht wirklich. An Chanda haben wir kein großes Interesse. Aber bei Vijayanagara können wir eigentlich einiges erobern.
bedeutet natürlich auch hier, wie wir sehen können, wieder relativ viel AE. Aber ist durchaus interessant. Wir könnten sie auch zu unserem Tributstaat machen, aber es würde uns in unnötige Kriege reinzerren. Da erobere ich sie ehrlich gesagt lieber. Aber wir nehmen erstmal nur Küstengebiete, glaube ich. Ui, das ist eine Menge. Vielleicht nehme ich auch nur die eine Provinz. Oder die zwei. Ne, wir nehmen erstmal eine und werden dann weiter Ansprüche fingieren. Außerdem können wir noch Geld nehmen und sie dazu zwingen, Ansprüche aufzugeben, etc. Wir kriegen auf jeden Fall ordentlich Ressourcen daraus. So, danke für die Provinz. Ihr geht hier hin. Ihr marschiert ebenfalls hier runter. Es reicht sogar vom Versorgungslimit her, was sehr, sehr schön ist. Jetzt haben wir zwei Provinzen erobert und einen Vasallen dazu bekommen. Und ich glaube, wir könnten sie damit... Ja, es reicht nicht, um sie im nächsten Krieg zu vasalisieren. Wir behalten es trotzdem mal im Hinterkopf. Ich glaube aber, das ist gleich ein guter Moment für einen Cut. Ich lasse nochmal so lange laufen, bis wir einen weiteren Diplomaten zur Verfügung haben. Und dann plane ich ein bisschen. So. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Den Monatswechsel nehme ich noch mit. Dann können wir nämlich auch die Kernprovinz erstellen. Und ich sage, bis zum nächsten Mal. Haut rein.